Anstoß um 19.04 Uhr im Besergrub Sportpark. Hier treffen die Altherren des VfL Rehde auf die Schalker Traditionsmannschaft mit Ex-Profis wie Olaf Thon oder Thomas Kruse. Vor rund 500 Zuschauern präsentieren die Mannschaften einen über Zeiten spannenden Fußballkrimi. 13. Spielminute. Klaus Fichtel auf Martin Max. Der lässt die Rehder Abwehr im Regen stehen und verwandelt diesen Ball zum 1:0 für die Schalker. Nur 3 Minuten später Angriff der Rehder. Die Schalker Abwehr lässt ihre Muskeln spielen, doch dann verliert Olaf Thon diesen Zweikampf. Der Rehder Matthias Wittkopp fackelt nicht lang und kommt zum Abschluss der Ausgleich in der 16. Spielminute. Kurzer Jubel in der 20. Minute nach dem Treffer des VfL-Spielers Rainer Bischop. Doch der Schiri pfeift abseits. Es folgen Torchancen auf beiden Seiten. Bis zur Pause aber bleibt es beim 1:1. Die zweite Hälfte beginnt im strömenden Regen. Wir springen zur 39. Spielminute. Kurz vor dem Strafraum Foul durch den eingewechselten Rehder Günther Heller an Martin Max. Matthias Herget verwandelt den Freistoß 1:2 für die Schalker. Nur eine Minute später zieht der eingewechselte Schalker André Dohm durch und ballert die Kugel vorbei an VfL-Keeper Roman Rademacher 1:3. Rehde nun unter Druck und das spürt man auf dem Platz. Ballverlust für die Schalker. In der 49. Spielminute Andreas Ter Stegen sucht den Weg nach vorn und will das Tor machen, doch Marc Meynier hält. 2 Minuten später zahlt sich die Mühe aus. Matthias Wittkopp auf Jürgen Mümken. Zurück auf Wittkopp und der erzielt dieses traumhafte Anschlusstor zum 2:3. Jetzt ist für Rehde wieder alles drin. Die Schalker machen es ihnen schwer, doch kommen selbst nicht mehr erfolgreich zum Abschluss. Anders die Altherren des VfL. 62. Spielminute, also 8 Minuten vor Schluss. Rehde kommt über rechts. Heiko Stoß auf Jürgen Mümken, der den Ball mit dem Kopf ins Tor befördert. Ausgleich. Ausgleichstreffer für den VfL Rehde. Jetzt muss ich noch mal gucken aus meiner Distanz hier, wer der Torschütze war. Bei mir ist gerade ein ausgewechselter Spieler vom VfL Rehde, Marco Groska. Marco, was sagst du zum Spiel? Ja, ziemlich ausgeglichen bis jetzt. Schalke mit leichtem Übergewicht. Nach vorne technisch natürlich, Raumaufteilung. Alles ehemalige Spieler in der oberen Region merkt man dann schon, gerade auch auf dem Platz, wie die sich verschieben. Also schon gut. Wir laufen hinterher, geben unser Bestes, sehen dabei gut aus, finde ich. Und wenn ich jetzt mal unterbrechen darf, man sieht, du kämpfst aber auch bis zum geht nicht mehr. Du bist jetzt richtig am Ackern gewesen. Also du gibst alles und ich glaube, die Kollegen auch, oder? Dafür sind wir da. Wir trainieren auch regelmäßig. Sind mit unserer Mannschaft gut eingespielt und körperlich, würde ich mal sagen, für unseren alten Herrenbereich Ü40 fit. Stehen auch jetzt im Halbfinale in der Großkreismeisterschaft gegen Gescher. Also sieht gut aus zurzeit, sind zufrieden. 5 Minuten vor Schluss, was glaubst du? Wie geht's aus? Ich denke, dass es unentschieden bleibt, genau wie vor 6 Jahren, als die Jungs hier waren. Da habe ich mich noch drum gekümmert, weil ich ehemaliger Jugendspieler bin von Schalke. Habe gute Kontakte, hat mit Volker Abramczyk zusammengespielt um die deutsche Meisterschaft. Ja, ich denke, dass es beim 3:3 bleiben wird und wäre ein gerechtes Ergebnis. Und dann haben wir ein schönes Essen und auch noch einen schönen Abend. Nach 70 Minuten der Schlusspfiff.
Es bleibt beim 3:3. Die dritte Halbzeit gehört dann den Kindern und Reportern. Olaf Thon zum Spiel. Wir haben ein schönes, spannendes Spiel für einen guten Zweck gesehen. Da sind wir gerne gekommen. Der Platz war in einem außergewöhnlichen Zustand. Toll, tolle Anlage insgesamt. Nette Leute da, viele Kinder, die Spaß hatten bei dem nicht so sonnigen Wetter. Aber das passiert nun mal Ende August. Aber Sie sehen, Sie sind weiterhin beliebt. Auch die Kinder kennen Sie noch. Die sind alle bezahlt. Die haben alle einen Euro bekommen. Glaube ich allerdings nicht. Wie ist es so generell? Trainieren Sie noch viel? Ich laufe ein-, zweimal die Woche, spiele ein bisschen Golf und natürlich Fußball, Traditionself bei Schalke. Nicht so oft, weil die Knochen wollen nicht mehr so. Aber so hin und wieder versuche ich dann doch mitzuackern. Und wenn man dann im Eifer des Gefechts ist, will man oft ein bisschen zu mehr. Da ist die Verletzungsanfälligkeit sehr groß. Und wir haben Spieler, die ich besonders loben will. Klaus Fichtel, der mit 65 Jahren heute seinen Mann gestanden hat als rechter Außenläufer. Rüdiger Abramczyk, der auch krank war und jetzt wieder nach seiner Krankheit, auch fast 60, wieder dabei war für einen guten Zweck. Und das ist Tradition, die lebt. Und da freuen wir uns alle, immer wieder zusammenzukommen. Aber es war schon ein harter Kampf. Man hat gemerkt, die Spieler haben alles gegeben, sowohl die vom VfL Reda als auch Sie. Ja. In der ersten Halbzeit zwei Abseitsentscheidungen, wo die Spieler nicht so ganz mit einverstanden waren. Ja. Also es geht noch so richtig um was. Ja, ich glaube ja immer, die Schiedsrichter sehen das schon richtig. Und wir regen uns halt auf, weil wir nicht mehr so laufen können. Und dann wird halt schnell der Arm gehoben. Und wenn man jetzt mal den FC Schalke 04 anguckt, wie sehen Sie jetzt die neue Saison? Gerade vor dem Pokal aus gegen den Drittligisten Dynamo Dresden? Ja, kein optimaler Start und wir freuen uns jetzt, dass die Bundesliga wieder losgeht. Die erste Liga heute mit dem Spiel Bayern gegen Wolfsburg. Morgen die Schalker in Hannover, schon in der Pflicht. Dann kommt Bayern nach Hause, dann muss man nach Gladbach. Schweres Anfangsprogramm, vor allen Dingen nach einer Niederlage gegen einen Drittligisten. Das wissen alle. Nur ich appelliere daran, in der letzten Saison war es auch immer so, immer wenn die Mannschaft unter Druck war, hat sie die besten Spieler abgeliefert. Ich hoffe, dass es jetzt wieder so geht. Letzte Frage. Wann sehen wir Sie als Bundesliga-Trainer? Mich wohl nicht. Ich freue mich bei Schalke für Marketing, Sponsoring tätig zu sein. Bin im Fernsehen tätig und das ist erstmal meine Aufgabe. Also der Trainerschein ruht. Alles in allem ein spannender Fußballabend, der zugleich einen guten Zweck erfüllte. Es handelt sich hier um unseren Arbeitskollegen von der Firma Heras Adronit, der leider im Januar an einem Schlaganfall herbeigesucht worden ist. Und leider hat man ihn am Wochenende bei so einem Schlaganfall nicht sofort gefunden. Er hat auch noch mehrere Stunden in seiner Wohnung gelegen. Und dadurch sind natürlich jetzt immense Folgeschäden einfach da. Und wir wollen dem Uwe jetzt ein Stück weit helfen von der Firma aus.